Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Und das Jahr 2021 ist zu Ende. Das Jahr neigt sich zum Ende, ich weiß nicht, wann wir das hochladen. Ja, und das Jahr 2022 steht an. Und dieses Jahr war ja schon für uns sehr interessant, auch mit dem Nachwuchs. Aber das nächste Jahr wird noch interessanter. Und was wir alles vorhaben, was sich alles ändert, was sich für uns ändert, was sich für euch ändert, das erfahrt ihr hier im Video. Viel Spaß! Sogar richtig vorbereitet haben uns Notizen. Ein Rückblick machen wir jetzt nicht, ne? Wir machen nur einen Ausblick. Jetzt nicht, eventuell, aber machen wir doch ein Video. Sollen wir mit der schlechten Nachricht anfangen? Weiß ich nicht. Wir fangen einfach damit an und zwar werden wir eine kleine Pause machen. Jetzt müsst ihr nicht erschrocken sein. Nicht weinen. Ja. Und zwar werden wir einfach im Januar nichts aufnehmen oder hochladen. Vielleicht nehme ich was auf, aber lade es nicht hoch. Weil wir uns einfach gedacht haben, wir nehmen einen Monat einfach mal Pause von YouTube, um uns so ein bisschen zu erholen, sage ich jetzt mal. Ja. Ich weiß nicht, anstrengend. Einfach so neue Ideen kriegen, ein bisschen schauen, wie wir das machen und dann einfach mal so abschalten, alte Spiele spielen, nicht irgendwas Neues die ganze Zeit ausprobieren zu müssen. Ja, einfach unabhängig davon zu sein, ne? Wir können auch neue Sachen spielen. Und ich finde auch, weil wir haben ja theoretisch schon eine Pause gemacht in diesem Jahr, aber die war halt gezwungenermaßen. Wir hätten da jetzt nichts dran ändern können. Und diese Pause wollen wir wirklich so bewusst machen, und obwohl wir sie nicht machen müssten. Und wir denken, ganz am Anfang des Jahres ist es ganz gut, dass wir eben auch besonders kreativ nochmal neue Dinge im Kopf ein bisschen durch den Kopf gehen lassen können. Und ihr werdet davon hoffentlich auch profitieren. Und ja. Ja, dann das nächste, was wir haben, ist, dass wir umziehen werden. Wir werden natürlich jetzt nicht in die nächste Riesenwohnung, also unsere Wohnung ist jetzt nicht riesig. Also wir werden umziehen und haben dann natürlich auch ein bisschen was vor. Jetzt gerade ist das natürlich sehr improvisiert, ne, mit einem iPhone, den wir gerade auf. Wollen uns da ein bisschen neue Gedanken machen, festes Setup aufbauen zum Beispiel, dass wir halt auch anfangen können, spontan mal aufzunehmen, wenn wir halt gerade den Freiraum haben, weil ich werde nächstes Jahr auch arbeiten gehen. Mein Studentenleben neigt sich dem Ende. Das mit dem festen Setup, da interessiert ihr euch vielleicht für. Also wo man euch vielleicht mitnehmen kann, woran wir auch natürlich sehr interessiert sind, warum ich unbedingt hier die ganzen Spiele aussortiert haben möchte und ich meine. Wir wollen das natürlich auch hübsch in unsere Wohnung mit integrieren. Damit das nicht eben so unordentlich ist und einfach die Spiele stapeln sich überall, sondern dass es eben halt alles, auch alles passt. Und da vielleicht so ein paar Ideen, vielleicht wollt ihr da ein paar Ideen haben. Und da ist auch direkt der nächste Punkt, wir wollen alles ein bisschen qualitativer haben. Ich weiß nicht, letztens haben wir ein Video gepostet, da war ich, glaube ich, zur Hälfte im Bild. Das ist wirklich peinlich, aber naja. Wenn du schon aufgenommen hast und du nicht so viel Zeit hast, dann nimmst du, was du hast. genau, und da wollen wir ein bisschen aufrüsten. Wir haben, wir nennen das Studio manchmal. Es ist halt eigentlich ein Raum, den wir von der Gemeinde haben. Ja. Aber das ganze Equipment gehört auch eben seinem Bruder, der da eben arbeitet und so. Ja, ne, das können wir zum Beispiel nicht mit nach Hause nehmen natürlich und deswegen bräuchten wir da ein paar eigene Sachen. Ja, und was wir dann natürlich beim Setup brauchen, weil wir uns dann eine coole Kamera kaufen wollen, falls ihr uns irgendwie finanziell dann unter die Arme greifen wollt, und das sagen wir ja nie, unser Patreon, den lösche ich jetzt auch die Tage, da sind noch ein paar Treue dabei. Aber wir schaffen es halt nicht, da irgendwas zu machen. Wir sind froh, wenn wir es schaffen, hier ein Video aufzunehmen. Und falls ihr sagt, okay, uns gefällt der Content, den die Brettspielgeeks hier gemacht haben und obwohl die Kinder da sind, trotzdem weiter durchziehen und ihr sagt, okay, wir wollen, dass die Videos schöner aussehen, dann könnt ihr gerne was spenden bei PayPal unten oder falls ihr überweisen wollt, könnt ihr mich anschreiben bei Discord oder WhatsApp oder nicht WhatsApp. Instagram und uns da unter die Arme greifen. Wie gesagt, wir machen das nie. Ich will das eigentlich auch nie machen und
Wenn ihr uns da helfen würdet, dann würde uns das sehr, sehr freuen. Wenn ihr uns nicht helfen wollt, dann ändert sich gar nichts für euch. Es ist halt so einfach eine Möglichkeit für euch, da vielleicht teilhaben zu können. Aber das müsst ihr natürlich alles entscheiden. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Events, hat Wally hier aufgeschrieben. Wir haben einmal einen Brettspiel-Geekstag gemacht. Der ist schon ein bisschen... Nicht nur einmal. Ja, zwei, drei? Zwei oder drei. Ja. Dann jetzt natürlich Corona und alles ist schlimmer geworden. Also es ist halt so, alles ist schwerer geworden, alles ist unsicher geworden. Man will auch keinen irgendwie gefährden und dann auch mit den ganzen Sicherheitssachen und in der Ungewissheit. Aber wenn das Jahr 2022 besser wird, in der Hinsicht gesundheitlich, und man dann was machen kann, dann werden wir was machen. Und zwar dann auch so im Sommer, vielleicht kurz vor das Spiel rum, wo so auch dann alles gut aussieht. So, ne? Und werden uns dann auch bemühen, da irgendwas zu machen. Aber wenn ihr sagt, ich will irgendwas schon machen, wir haben auch schon was organisiert, beziehungsweise unser Discord. Und zwar werden wir April, 2.4., das ist von Freitag bis Sonntag, werden wir mit dem Discord zusammen in ein Haus fahren im Winterberg und dort dann halt Brettspiele zocken. Und da wird einfach gezockt. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt auf unseren Discord und dann seht ihr dort, ich glaube, keine Ahnung, da wird euch Janis oder Michelle hinlotsen und oder Matthias. Und da könnt ihr dann halt euch noch anmelden. Es gibt noch ein paar Plätze. Also ich würde mich beeilen, wenn ihr wärt. Ich war dieses Jahr nur einen Tag dabei, wegen Kindern. Und das hat richtig Bock gemacht. Und nächstes Jahr bin ich halt ganz dabei und habe richtig, richtig Bock und freue mich schon mit euch da coole Spiele zu spielen. Und da ist halt auch wirklich jeder dabei von Familienspielern, aber die meisten sind schon so Kenner und Liebhaber. Das war schon cool, dass man kommt dann so und alle sind wie du. Normalerweise musst du immer alle überzeugen, spiel doch was mit mir. Das hat Christopher schon erwähnt, Christopher geht arbeiten und das ist natürlich auch so ein bisschen dann unter Frage, wie geht es dann mit dem Kanal weiter, wie viel können wir dann in dem Moment machen? Also wenn uns Zwillinge nicht aufgehalten haben, dann hält uns auch ein Job nicht auf. Naja, dann haben wir Zwillinge und einen Job, aber halt eine 40-Stunden-Woche und wird interessant. Mal gucken. Aber wir sind natürlich wir sind natürlich trotzdem guter Dinge. Wir versuchen das so entspannt wie möglich zu sehen und deswegen glaube ich, funktioniert das auch, dass wir einfach dann mal, okay, heute können wir aufnehmen, komm, mach die Kamera an, wir nehmen auf. Und deswegen auch das Ganze mit dem, wir wollen zu Hause etwas haben, damit wir halt spontan aufnehmen können, damit halt alles direkt schön aussieht, ohne dass wir halt alles extra nochmal hinstellen müssen. Und so weiter. Aber auf jeden Fall, wir hoffen, dass wir das hinbekommen. Ja, weil das wird, glaube ich, ein halbes Jahr, arbeitest du dann? Gut, und der nächste Punkt ist Kickstarter, die ankommen. Ich habe, falls ihr unsere Top-Spiele 2021 noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne danach tun. Wir haben Palas Heras bestellt, Weather Machine, Lisboa und Kanban e.V. Und das wird spannend. Das wird so ein paar Sachen, auf die ihr euch schon mal freuen könnt. Da werden wir auf jeden Fall drüber berichten. Und Kingdom Death Monster kommt jetzt endlich an. Bin ich auch sehr gespannt. Und da ist natürlich auch die Frage, wollt ihr dazu speziellen Content sehen? Oder sagt ihr, ja okay, das ist ja schon älter, das Spiel. Kannst mal im Gespiel drüber reden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein Review zu machen werde. Aber das wird uns, glaube ich, auch ein bisschen begleiten. Nächster Punkt ist, dass wir auch neue Formate versuchen zu starten und vielleicht auch ein bisschen das zu organisieren, unseren Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht bemerkt habt, in der letzten Zeit haben wir ein bisschen was Neues ausprobiert. Vielleicht so ein bisschen uns an allgemein YouTube orientiert. Ausprobiert? Ich habe jetzt zum Beispiel die Reaction-Sachen auf unsere alten Videos und wir haben da auch noch andere Ideen. Ja, wir haben ein paar coole Ideen und dafür auch im Januar die Pause, um die dann halt wirklich nochmal
zu alles ja, nochmal zu wir das, wie wir das umsetzen wollen und alles. Na, ja. Und wir wollen auch ein bisschen vielleicht Formate für neue, die halt neu zum Beispiel Hobby kommen. Wobei wir da ganz speziell nicht für, ich sag jetzt mal, Noobs was machen wollen. Also die so, ich habe noch gar nichts gespielt, womit soll ich anfangen, sondern eher mit den, ich war irgendwo eingeladen und habe das gespielt und jetzt möchte ich ein richtiger Brettspieler werden, sowas so, ne? Und da will ich dann so ein bisschen mit Wally dann auch was machen, weil wir spielen sehr selten so wenig komplexe Sachen, zum Beispiel Highscore oder wie heißt das von Cosmos? Ja, Highscore. Einige YouTuber finden das ja gut und bei uns ist ja okay. Ja, ist sehr gut, aber wir spielen das halt und uns gefällt es halt einfach gar nicht. Also es ist mir viel zu wenig und da will ich dann auch nicht sagen, ja, holt euch das. Aber eben, ne, die dann sagen, okay, ich habe jetzt Highscore gespielt, ich will jetzt doch etwas mehr, wo ich dann sage, okay, jetzt könnte Flügelschlag und so weiter. Da ist so mehr mein Metier, sage ich jetzt mal, von Wally und mir. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall vieles vor im neuen Jahr und da wollen wir so ein bisschen... Wollen wir die Namen schon verraten oder? Nee, ne? Von was? Die Formate, was wir machen werden. Oder wartet ihr und lasst euch überraschen? Lass uns erstmal auch auf den Januar warten, dass wir da nochmal gut überlegen. Weil man will natürlich auch nichts versprechen und am Ende macht man das gar nicht. Oh, das kann ich gut. Das kann man immer gut. Aber auf jeden Fall, wir haben so ein paar Ideen und wir haben auch schon unser nächster Punkt. Einige Sachen haben wir auch schon angefangen dieses Jahr und das wollen wir natürlich auch weitermachen. Ne? Alles, was ihr von uns kennt, wir versuchen da eigentlich immer so ein bisschen unsere eigenen Ideen zusammen uns natürlich auch zu inspirieren, aber auch ein bisschen von dieser Brettspielblase, in der wir alle sind, so ein bisschen weiterzuschauen, eben auch was ist an sich vielleicht interessant zu machen oder was könnte euch interessieren, was man aber auch noch gar nicht gesehen hat im Brettspiel, im Brettspielbereich. Ja. Genau. Der Sohn hat Spaß. Ja, auf jeden Fall, da haben wir vieles vor und ich hoffe, dass ihr uns immer noch schaut und sagt, okay, die sind wirklich nochmal anders als die anderen und dass wir nicht da irgendwie in der Allgemeinheit versunken sind. Ah ja, ist natürlich gut, dass ich das ganz am Ende des Videos sage. Da wir natürlich im Januar eine Pause machen, wird YouTube uns dafür bestrafen. Oh. Zu 100% wird YouTube... Ja, du beschwerst dich auch schon, weil YouTube es überhaupt nicht mag, wenn man nicht regelmäßig hochlädt, was es natürlich dann für so Kanäle dann manchmal schwer macht. YouTube will dafür natürlich erzwingen, dass man sich keine Pause gönnt. Deshalb, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das und aktiviert bei euch die Glocke, die einfach dafür sorgen wird, dass wenn wir wieder was hochladen, ihr eine Benachrichtigung kriegt, weil sonst werden wir vom Algorithmus verschluckt werden. Kick. Na gut. Unser Sohn hat keinen Bock mehr, der sagt, reicht, das Video ist lang genug. Ja, ich. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr auf das nächste Jahr und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend für uns alle und ich glaube auch im Positiven sehr spannend. Und ja, wir wünschen euch alles Gute, dass ihr auch gesund bleibt und dass ihr auch ein schönes neues Jahr habt, dass ihr einen guten Start habt. Mein Start letztes Jahr war nicht so cool, aber dieses Jahr... Umso besser. Ja. Schön. Ciao.